Gott ist dabei, dir die Berge aus dem Weg zu räumen. Alle Schwierigkeiten, die dir in den Weg gestellt wurden, werden verschwinden. Jene, die dir riesige Probleme gemacht haben, werden nicht erfolgreich sein, denn alle, die die wahren Kinder Gottes bedrängen, ziehen den Zorn Gottes auf sich. Im Buch Jesaja steht es geschrieben: Du wirst sie suchen, aber nicht mehr finden, die Männer, die mit dir zanken. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand ergreift und der zu dir sagt: Fürchte dich nicht, ich werde dir helfen. Höre auch nicht auf jene Stimmen, die sagen, es kommt kein Wandel. Denn wenn Gott sagt, ich werde für mein Volk sorgen, wenn Gott sagt, ich werde ihnen das Gestohlene zurückgeben, wenn Gott sagt, ich werde sie heilen und befreien, wer kann dann sagen, es wird nicht geschehen? Gott sagte mir heute im Gebet, dass ich euch im Glauben stärken soll. Und ich will euch sagen, manche Menschen geben auf, kurz bevor sie eine Veränderung in ihrem Leben sehen. Aber wenn Gott Segen über dein Leben spricht, so wird es den Segen geben. In der Schrift steht es geschrieben: Alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst. Und weil du Gott treu warst, wird er dich belohnen. Ebenso steht es in der Schrift geschrieben: Gegen den Treuen zeigst du dich treu, an dem Aufrichtigen handelst du recht. Gegen den Reinen zeigst du dich rein, doch falsch gegen den Falschen. Dem bedrückten Volk bringst du Heil, doch die Blicke der Stolzen zwingst du nieder. Niemand kann verhindern, was Gott im Leben seiner Kinder vollbringen will. Halleluja, preisen wir den Herrn.